Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von, was spielt man denn überhaupt? Sniper Elite 5 im Multiplayer-Modus. Ich habe irgendwie vor, wir spielen Überschwemmtes Dorf, das Spiel Überschwemmtes Dorf, aber wir spielen nur die Map Überschwemmtes Dorf. Natürlich wie immer live auf Twitch unterwegs in einer neuen Runde auf einem Server, wo es irgendwie beim letzten Mal, in der letzten Runde, möglich war, sich selbst zu erschießen, also seinen eigenen Teamkollegen, was mich immer noch sehr wundert. Ich habe jetzt mal ein bisschen durch die Spieleinstellungen gestöbert von diesem Server. Und da keine Option gefunden, dass man sich selbst über den Haufen schießen kann. Vielleicht war das Zufall. Ich weiß nicht, was da passiert ist, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden mal das Ganze im Auge behalten, indem wir da oben die Killliste durchschauen. Und vielleicht mal gucken, ob sich da tatsächlich ein paar Leute selbst über den Haufen schießen. Also im eigenen Team, meine ich. Das ist ja sehr interessant. Das hatten wir bis jetzt noch nie. Warum flieht Boba Fett? Vielleicht will er uns diesmal eliminieren. Hätte er aber theoretisch schon lange machen können. Vielleicht war das wirklich Zufall. Vielleicht war irgendwie, wenn die Kugel auf den Feind gerichtet ist und du schießt quasi durch einen Teamkollegen durch, eliminierst du zuerst den Teamkollegen. Vielleicht läuft das irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Das war sehr, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. So, ich hoffe nur, da ist jetzt keiner. Denn dieses Gebiet hat jetzt überhaupt niemand im Blick gehabt. Und das ist ein Gebiet, das ich mir sehr gerne hole. Ihr wisst, ich bin ein Freund von diesem Bahnhof da oben. Denn das ist so ein bisschen das einzige Gebiet, das man halbwegs gut überblicken kann. Ach du Scheiße, der Tim Thaler kommt schon. Wo geht er hin? Er geht 100 pro ins Haus hinein. Ich wollte es eigentlich mit der leisen Pistole versuchen, aber es geht so natürlich auch. War da noch einer? Nee. Neuer weiterster Schuss, Muckimuck, mit einem Meter. Pff. Ein Meter. 1,2 Meter ist der neue weiteste Schuss. Na, das ist ja mal was. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie da oben stehen. So. Tja. Und jetzt? Es ruckelt gerade ein bisschen, aber das wird sich schon mit der Zeit wieder legen. Oh, 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 oh. Aber ganz interessant, dass der mich nicht gesehen hat. Neuer weiterster Schuss. Muckimuck. Interessant, dass mich der nicht gesehen hat. Der hat mich ja direkt angeschaut. Aha. Vielleicht, weil ich ein bisschen zu weit weggelegen bin. Das kann möglicherweise sein. Hm. Ich will mich hier gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Oh, oh, da unten ist gerade wieder einer gelaufen, glaube ich. Aber dann nehme ich komplett im Offenen liegen, würde ich meine, wir liegen jetzt auch sehr offen. Aber da kommt wahrscheinlich niemand auf die Idee, hier irgendwie 5 Meter hinter die Mauer zu gucken, weil natürlich alle davon ausgehen werden, dass wir direkt an der Mauer liegen. Würde ich genauso davon ausgehen, dass wenn hier oben irgendjemand ist, dass er genau an der Mauer ist und spottet. Aber das machen wir nicht. Hm. Kratzi, kratzi. Na, viel ist nicht passiert. Wir führen 5 zu 0. Hoppla, da ist ja unser halbes Team weg. Was ist denn da passiert? Aha. Wir führen 5 zu 0 gerade. Interessant. Nachdem wir gerade eigentlich ganz gut verloren haben gegen die anderen in der letzten Runde. Na gut, ich glaube, es ist mittlerweile Zeit, irgendwie eine andere Position zu suchen, denn so viel finde ich da jetzt nicht unbedingt. Wir haben zwar einen super schönen Blick auf das Haus und alles, was dazugehört, aber ja, das war's dann auch. Hm.
Na, endlich wird man geschossen. Weißt du, was ich jetzt mal machen würde? Ich gehe jetzt mal ins Haus rein. Wir waren ja da eh noch nie drin, glaube ich. Also richtig drin. Hin und wieder habe ich den Bahnhof hier schon gesehen. Das definitiv. Aber so wirklich umgeguckt haben wir uns da auf jeden Fall noch nicht. Schauen wir mal, ob wir hier jemanden treffen. Es könnte theoretisch hier jemand sein. Es könnte hier in diesem kleinen Bauernhäuschen jemand sein. Es könnte hier hinten irgendjemand liegen. Aber es ist niemand da. Und es ist gerade auch nur noch eine 4 gegen 6 Mannschaft auf diesem Server unterwegs. Ich sehe keinen. Tja. Ich nehme natürlich gerne die 6:0 Führung. Da sage ich nicht nein. Aber irgendwie ist hier tote Hose. Wo sind die alle? Keine Ahnung. Ich halte den Bahnhof. Ich lasse mir den nicht nehmen. Ich stecke jetzt hier eine Mine. Ganz offensichtlich hin. Hoffentlich läuft direkt jemand rein. Das wäre cool. Tja. Wenn du wen siehst, dann schreib's mir bitte. Ich hab nämlich keinen Schimmer. Zero. Dafür glaube ich jetzt schon zum 100. Mal, dass das irgendwas ist. Und das ist ja augenscheinlich überhaupt nichts. Aber da gibt es halt so viele Versteckmöglichkeiten. Wir haben einerseits die fette Kirche da hinten, beziehungsweise das, was noch übrig geblieben ist von der Kirche. Wir haben die Felder, wir haben die Häuser. Da gibt es Scheunen, da gibt es so viele Möglichkeiten theoretisch, wo sich irgendjemand verstecken kann. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die Versteckmöglichkeiten sind unendlich. Aber sie sind definitiv vielfältig. Da drüben läuft einer. Können wir jetzt nicht viel anfangen mit der Tatsache? Scheiße, scheiße, scheiße. Hängt da ein Boxsack im Wald? Ich glaube schon. Also irgendwie... Oh, oh. Oh, oh. Na, ich hoffe, der trifft doch das Haus und nicht mich. Oh, 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 oh. Na, Freunde, Freunde, was ist da denn los? Tja, jetzt stehen wir wieder hier. Mit 2 Kills mittlerweile. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist ein Feind im Anmarsch. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, das sind meine eigenen Bewegungen, die ich hier permanent höre. Ich glaube, da ist immer jemand neben mir. Ich habe schon Wahnvorstellungen. Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht einen fertig hier? Und noch viel eher macht sich fertig, wenn da überhaupt keiner kommt. Wir sind hier Mutterseelen alleine. Warum? Wo sind alle? Sind da genug hier? Aber steht 7:3 und das nach 9,5 Minuten. Gut, dass auf dieser Map jetzt nicht unbedingt die Welt los ist, das wissen wir ja schon. Aber so wenig? Ist auch selten. Okay.
Upsi, was war das? Ich habe gerade V gedrückt und es hat irgendwas getan. Alter, 400 Meter. Der Fioruiske. Sehr gut gemacht, mein Lieber. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Ich sehe einfach niemanden. Es ist unglaublich. Ich sehe einfach absolut niemanden. Gut, die anderen haben bis jetzt auch nur einen mehr gesehen als ich. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Aha. Könnte jetzt natürlich mal wieder versuchen, den hier abzuschießen, um zu probieren, ob das mit dem Eigenbeschuss noch funktionieren würde. Aber ich will es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Denn stell dir vor, dann funktioniert es wirklich und wir fallen deswegen aus dem Server. Das war ja höchst peinlich. Dass hier bei diesem Bahnhof so rein überhaupt nichts ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich damit gehofft, dass da hin und wieder mal jemand versucht zu stürmen und wir den quasi über den Haufen schießen können, aber da kommt ja gar niemand. Nicht mal irgendjemand, der sich die Mühe macht, in die Nähe zu kommen. Niemand. Und tschüss, Mike 80. Na, immerhin, das hat funktioniert. Holla, die Waldfee. Na, immerhin, das hat funktioniert. Wenn wir schon sonst nichts auf die Reihe bekommen hier hinten gerade. Achtung, da kommt noch jemand. Oh Gott, das ist wieder der Mike 80. Na, jetzt werden wir aber direkt gekickt werden. Ich trau mich gar nichts machen. Ich lad mal nach. Schwalbe hat Mike 80 gekillt. Hä? Und den Flodder. Und wir haben gar keinen Kill dafür bekommen. Das ist eine Frechheit. Also das funktioniert anscheinend. Man kann die eigenen Toten über den Haufen schießen. Das ist auch neu. War das immer so? Ich weiß es gar nicht. War das immer so? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Irgendwie habe ich fast das Gefühl, ja, aber irgendwie kommt mir das auch sehr neu vor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was Serverspezifisches ist. Wenn quasi einer am Verbluten ist, dass man den mit einem Gnadenschuss töten kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, das konnte man schon immer, aber irgendwie kommt mir das vor, als hätten wir das noch nie gehabt. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten gerade, muss ich zugeben. Nein, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich hoffe, es war er. Ich habe ihn gesehen da drüben. Oh Gott, wo spawnen wir? Wo sind wir hier? Im Gutshaus? Nee, 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 da will ich gar nicht hin. Weg vom Gutshaus. Ich will zu meinem Bahnhof. Ich will dorthin, wo ich die letzte Viertelstunde war. Weg vom Gutshaus, ab zum Bahnhof. Tja, das denken sich aber auch andere, leider Gottes. Achtung, Achtung, Achtung. Vision, Achtung. Du bist nicht mehr alleine da drüben. Achtung. Oje, oje. Oje, oje. Der Mike 80. Na toll.
Oje, 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 Freunde, der Mark 80 treibt sich hier rum. Definitiv keine gute Idee, aber wir sind schon zu zweit da. Sehr gut, Mark 80 hat er geholt, super. Super, mein Lieber, super, super, super. Cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das schon länger so ist, oder die ganze Zeit schon so ist, dass man quasi die eigenen Leute mit einem Gnadenschuss befreien kann und die dann nicht mehr aufs Überleben oder aufs Verbluten warten müssen, wobei darauf wartet ja keiner, darauf warte ich ja eher, wenn ich sehe, okay, da ist irgendjemand in der Nähe und der belebt mich vielleicht, wenn alles gut läuft, wieder. Sonst kann ich ja selber Leertaste drücken, um nicht killen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war schon immer möglich, ich weiß nicht warum. Vielleicht war es das schon, vielleicht stehe ich aber auch komplett auf dem Schlauch. Ich habe gerade keine Ahnung, muss ich zugeben. Und ich finde es ein bisschen schade, dass denn die Kills nicht für uns zählen. Ich meine, logisch, wir haben ja nicht den letzten Schuss verpasst. Und wenn ich den jetzt hier über den Haufen schieße und jemand anderer gibt ihm dann den Gnadenschuss, dann zählt der Kill ja auch für den anderen. Wurscht, so ist es. Entweder auf diesem Server oder generell. Man kann auf jeden Fall das andere Team davon abzuhalten, einen Kill zu machen. Wenn man sein eigenes Teammitglied, das gerade verblutet ist oder am Verbluten ist, beschießt, dann kann man den Gegner daran hindern, einen Punkt zu machen, weil ja der Gegner die letzte Kugel haben muss, die den fremden Körper streift. Wenn das ein Eigenbeschuss ist, dann ist der Körper auch weg, aber dann gibt es auch keine Punkte dafür. Eigentlich gar nicht immer so schlecht, so kann man sich gut retten. Der andere macht die Arbeit, du schießt deinen Teamkameraden nieder mit dem letzten Gnadenschuss. Und die Sache ist erledigt. Punkte gibt's so gar keine. Und hoffentlich auch keine Minuspunkte für einen selber. Das wäre nämlich die nächste Frage. Gibt's Konsequenzen, wenn ich mein eigenes Team erschieße? Ein spannendes Thema eigentlich. Wundert mich, dass wir das bis jetzt noch nie hatten. Oder ist mir vielleicht einfach nicht aufgefallen. Das kann auch sein. Hoppla. Kommt hier irgendjemand noch? Ah, irgendwo sitzt dort drüben tatsächlich jemand, der Speedy 70. Scheiße. Na, weißt du was, jetzt steht es gerade 19 zu 17. Wir sind wieder fast am Verlieren. Das müssen wir jetzt behalten. Das müssen wir jetzt behalten, diese Runde. Die darf nicht schief gehen. Guck mal, theoretisch könnte ich jetzt den da oben eliminieren. Eigentlich könnte ich ihn vielleicht auch retten. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh Gott, leg dich hin. Na, das war in der letzten Sekunde. Oh, oh. Au, au, au. Tja, den haben wir gerettet und sind selbst dabei draufgegangen. Na, Glückwunsch. Der gute Samariter stirbt zum Schluss selbst. Oh je, 21 zu 18, Freunde, da kann sich noch einiges drehen. Ich will die Runde jetzt nicht aus der Hand geben. Wir waren, naja, jetzt würde ich nicht sagen, gut dabei. Guck mal, wo wir sind. Und wir haben gerade mal 3 Kills gemacht. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als gut an. Aber wir haben uns wacker geschlagen. Ich glaube, das kann man sagen. Oh, das reimt sich. Und wir müssen nur noch eine Minute aushalten und hoffentlich nicht weit draufgehen. Das ist die Devise. Eine Minute aushalten und dabei nicht draufgehen. Dann haben wir die Runde. Ich glaube jedes Mal, dass da jemand drin steht. Aha. Was war das für ein Sound? Keine Ahnung. Noch 30 Sekunden, Freunde. Wir müssen das halten. Alter, 21 zu 20. Na, jetzt geht's aber um die Wurst. 22 zu 20, sehr gut. Holt wieder auf. 22, 21. Wenn wir Pech haben, geht's in die Verlängerung. Und da kann sich nochmal alles drehen und wenden. Wow, Alter Falter. Sehr gut.
Fio sehr gut gemacht. In den letzten Sekunden und Boba Fett holt nochmal einen Kill. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter Falter, das hätte jetzt theoretisch ganz leicht in die Verlängerung gehen können. Na, holla die Waldfee. Aber Boba Fett und Fio haben uns da den Arsch gerettet, dass wir das hier knapp gewinnen mit 24-22 und zumindest einer positiven KD von 1,0. Wir haben 3 Tode und 3 Kills, aber immerhin, wir haben eine gute Sache draus gemacht und konnten den Großteil der Zeit den Bahnhof und unter unseren Armen halten. Ich glaube, das kann man auch mal so stehen lassen.